Ja, mein Name ist Wolfgang Kocher. Ich bin in Dwenk zu Hause. Wir haben da einen kleinen landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb. Das ist eine Kombination aus, sage ich mal, Tourismus, Almwirtschaft und eben der Landwirtschaft. Ich sage mir so, dass die familiäre Situation auch dementsprechend gut ist, dass wir uns einfach arbeitsmäßig das ganz gut aufteilen und das gut organisiert ist. Und mit dem Job als Lehrer in der Landwirtschaftsschule, sage ich mal, ist das natürlich ideal vereinbarbar. Was natürlich ein Nachteil ist, aber vielleicht das Ganze interessant macht, ist, dass man ständig auf viele verschiedene Sachen denken muss. Ich sage so, wenn ein Nebenerwerbsbetrieb derartige Arbeitsbelastung hat, dass einfach die Lebensqualität extrem darunter leidet, nachher muss man einfach Entscheidungen treffen und sagen, du pass auf, ich lasse das mit der Landwirtschaft oder ich muss das anders gestalten. Ja, ich bin der Schitter Hans, Ulgo Donibauer in Damsfeld. Das ist meine Frau, die Heidi, unser Sohnemann. Ja, unsere drei Standbeine, die Landwirtschaft mit der Mutterkuhhaltung, die Forstwirtschaft und unsere Vermietung, passt irgendwie sehr gut zusammen. Die Mutterkühe brauchen nicht ganz so viel Arbeit, also ein bisschen extensiver. Dadurch bleibt ein bisschen mehr Zeit über für die Gäste. Die Forstwirtschaft ergänzt das Ganze. Mit 50 Hektar Wald kann man ein bisschen was machen auch. Und alle drei Sachen zusammen ergeben ein nettes Familieneinkommen. Wir sind bei Urlaub am Bauernhof seit 2004 und sind momentan aktuell mit drei Ferienwohnungen und einem Doppelzimmer ausgestattet für 17 Leute. Und seit 2012 haben wir einen kleinen, aber feinen Wellnessbereich, der unser ganzes Haus und unsere Gäste bereichert. Auf unserem Betrieb sind zwei Hauptarbeitskräfte, das ist der Hans und ich, unsere drei kleinen Kinder und die Oma ist auch mit von der Partie. Wir haben zu Spitzenzeiten, wo wir sehr viel zu tun haben und der Hans vielleicht auch öfters unterwegs ist, haben wir Aushilfe. Ja, unsere drei Standbeine danken wir deswegen so, wenn einmal irgendwas nicht so läuft, durch irgendwelche Einflüsse, dass der Fischpreis oben geht, dass der Holzpreis einmal nicht so ist, dass vielleicht einmal ein paar Gäste weniger da sind, aber in Summe kann man das auch wieder ganz gut kompensieren. Und am meisten freut mich natürlich, weil ich das Lob kriege. Wenn ich jetzt ein Milchbauer bin und meine Milch brav abgib, im Preis macht aber ein anderer, ich muss mit dem zufrieden sein, was ich kriege. Bei den Gästen ist es so, da kann ich den Preis selber machen. Und da ist der Tupfen am I. Ich kriege jeden Tag ein Lob. Und das ist für mich bald noch mehr wert, als wie oft das geht. Man muss einfach zufrieden sein und du siehst, dass deine Arbeit was tust, wenn er Freude macht. Grüß euch, ich bin der Andreas Badinger. Unser Betrieb liegt da im nördlichen Flachgau, direkt an der Landesgrenze. Wir sind ein Milchviehbetrieb und liefern Bio-Heumilch. Und dann haben wir auch noch Zimmervermietung. Früher haben wir Urlaub am Bauernhof gehabt. Und das ist war halt eher arbeitsintensiv und jetzt vermieten wir die Zimmer an Leasingarbeiter, die was da in der Region bei Firmen arbeiten und es ist halt von der Arbeit her praktischer und kann trotzdem die ganzen Sachen nutzen. Dadurch, dass unser Betrieb auch recht vielfältig ist, braucht man gewisse Voraussetzungen. Also man muss sich viel weiterbilden auch und man braucht auch einen Rückhalt in der Familie, die was einen da unterstützen. Oder auch durch Mitarbeiter, also die bringen auch Informationen in den Betrieb ein. Oder eben durch Austausch mit anderen Leuten. Und das ist schon also eine Herausforderung, da man einen vielfältigen Betrieb hat. Ja, ich bin der Schiefer Karl. Ich bin Irm Hirsbauer von St. Michael. Unser Betrieb ist aufgebaut auf Milchwirtschaft und Selbstmilch, also Verarbeitung. Und meine Frau, die Helene, hilft mir ja dabei. Also sie ist eigentlich die wichtigste Person als Bäuerin. Wir liefern unser Milch im Winter an die Molkerei. Da funktioniert der Absatz natürlich. Man ist aber abhängig auch vom Preis. Also das heißt, wir Bergbauern liefern ja keine Menge nicht. Wir liefern zwar Qualität, aber und ausbauen daheim ist halt auch so eine Sache. Wir können nicht übergrößer werden. Dafür haben wir eben die Stammbeine oder die Selbstvermarktung auf der Alm. So sind wir flexibel, so schaffen wir es auch. Krisen, wenn ein Stammbein schlechter ist, dann können wir das nächste stärken. Und so haben wir eine Chance zum Überleben praktisch. Also man muss aufpassen, wenn man mehr Standbeine hat oder wenn man mehr Vielfalt hat, dass man sich nicht
zu tief reinkniet und dass man nicht zu viel, ja, dass man es nicht übersieht, dass man es eigentlich ja nicht schaffen kann. Allein geht schon gar nichts. Und in unserem Fall, wie zum Beispiel da auf der Alm, wenn irgendein Fest ist, dann haben wir bei uns eigentlich die Kinder, die uns helfen. Und da muss ich sagen, das ist dann schon gut, wenn die Familie zusammenhält und dass sie alle dann parat stehen, wenn es wirklich so ist. Ja, ich bin eben auch 25 Jahre lang Nebenerwerb nachgegangen. Ich war Skilehrer. Im Winter ist ja das Benzin Lungau möglich, weil man eben einen langen Winter hat und in der Landwirtschaft oder auch in der Forstwirtschaft davon wenig machen kann. Als Skilehrer hat mir das bei den Zeiten gut gepasst. Da bin ich um 9 Uhr Vormittag gegangen und um 4 Uhr Nachmittag bin ich wieder gekommen. Nicht alle vielleicht, aber das war eben Saisonzeit. Und da habe ich meinen Skilehrerberuf ausgeführt. Unser Betrieb liegt im nördlichen Flachgau. Wir haben einen Grünlandbetrieb mit ca. 15 Hektar. Ist ein konventioneller Heumilchbetrieb. Ich habe ca. 30 Stück Vieh, also das heißt 12 Milchkühe, der Rest ist eigene Aufzucht. Der Betrieb wird von mir als Betriebsführerin geführt, mein Mann geht Vollzeit arbeiten. Der Vorteil ist, durch das, dass er arbeiten geht, haben wir nicht so die Abhängigkeit von dem monatlichen Milchpreis, das heißt, das ist nur ein Zusatzeinkommen. Und das sind halt natürlich, da kann man sich halt dann Zucker leisten, die was man jetzt sonst nicht hätte. Wie zum Beispiel, wir haben jetzt halt einen Hoftrag gekauft, das ist eine Menge Geld, das hat eigentlich mein Mann gezahlt. Aber das ist eigentlich Luxus auch für unseren kleinen Betrieb, ist aber für mich eine total super Arbeitsentlastung. Also die Situation ist so jetzt noch in meiner Betriebsgröße, dass ich halt noch relativ gut reagieren kann, wenn halt jetzt mal wer ausfällt. Das war halt vielleicht ein großer Betrieb in dem Sinn jetzt nicht mehr gehabt, weil der hat natürlich ausgebaut und seine Menge und ich kann mich halt noch sagen, okay, jetzt reduziere ich in der Schiene, tue ich vielleicht die Stier weckern und konzentriere mich nur jetzt auf die Milchkühe und das wird die Zukunft eh dann weisen. Arbeiten und tüchtig und fleißig sein, das ist schon wichtig, aber es, man muss auch einfach aufs Leben schauen. Man muss die familiäre Situation aber ein bisschen im schauen, wie geht's der Familie, wie geht's meine Partner, wie geht's meine Leute und so weiter, dass das auch im Zuge der ganzen Arbeitsbelastung oder der ganzen Arbeit ja nicht zu kurz kommt.